Ja, hallöchen meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Freedom. Und mit dabei haben wir die liebe Isabella. Ja, hallöchen. Und sie ist ja jetzt neu auf dem Server. Ich mache mal eben Weather Clear. Ich habe auch vorher Tag gemacht, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Wir sind jetzt hier, ich bin jetzt hier gerade noch bei der Clash of Clans Map. Also ich habe jetzt hier das Portal ein bisschen verschönert, beziehungsweise hier auch so einen Aushang quasi hingebaut. Aus Holz, so quasi, hier kommt dann halt noch Schilder dran, halt, für die, was das ist überhaupt hier, wo wir uns befinden und so weiter, wer sich hier dran beteiligt hat, vielleicht noch auf die Rückseite oder was weiß ich. Auf jeden Fall kommen hier noch Schilder dran, das bleibt auf keinen Fall so leer. So habe ich das Portal verschönert, rundherum habe ich schon angefangen, die ganze Bewälderung hier hinzumachen, aber das wird ja hier alles noch rundherum um die Map herum so ein dichter Wald werden, mit Eichen und so. Von daher, das jetzt nur als quasi als kleiner Anfang. Werde ich dann auch noch so einen Weg hier lang führen, aus so Dirt, Pozol, Diorit, Gemisch, grobe Erde und so. Auf jeden Fall wird das noch hier schön angepasst werden. Und dann werden halt links und rechts von diesem Schild quasi hier Wege lang geführt, bis zu halt der Map. Und so sieht das Ganze ja jetzt aus. Das haben wir ja schon im letzten Video gesehen. Das muss ich eigentlich nicht weiter zeigen. Da hat sich jetzt noch nichts weiterhin getan. Nur das hier, was ich jetzt hier gemacht habe. Und ich habe am Spawn, dazu TP ich mich jetzt einfach mal zum Spawn. Oh, hätte ich fast TP. So, das sind die Spawn-Koordinaten. Und dann versetze ich mich gerade mal in Game Mode 3. Dann können wir das Ganze hier beobachten. Ich habe nämlich hier am Spawn eine Brücke lang geführt. Das kann man jetzt auch auf der Overview-Map sehen. Die Brücke ist jetzt auch drauf, die Tabelle, ne? Hier habe ich jetzt diese Brücke gebaut, die dann zu Nikolas Haus führt. Die ist noch nicht ganz vollständig zu Ende, weil am Ende, also so sieht das Ganze aus. Und hier mache ich auch gerade mal einen Screenshot. Und hier am Ende habe ich nämlich mich noch schwer getan, weil ich hier noch so einen 90 Grad Knick quasi reinmachen will. Und das ist halt schwer, halt so mit den Abstufungen, dass dann immer so zwei Stufen so quasi sind. Und dann, dass das so immer so weiter runter geht. Dass wir das dann hier mit so einem Weg verbinden und dann wird dann hier dieser Weg dann auch wahrscheinlich hier so nochmal hochgeführt werden, bis wieder zurück da, also an diese Ecke da, wo was ihr da seht. Und dann wird dann hier wahrscheinlich auch irgendwie so gartenmäßig was sein oder keine Ahnung, mal gucken. Und dann werden wir auf jeden Fall hier dann auch Häuser hinbauen können, wahrscheinlich. Also ich muss halt noch mal gucken, wenn Nikola zurück ist aus ihrem Schulstress, also ja, dass sie halt wenn sie keinen Schulstress mehr hat, dann muss sie halt mal gucken, dass sie ihr gesamtes Grundstück mal einrammt, weil ich glaube, das Zuckerrohr gehört auch zu ihr und deswegen muss sie mal gucken, dass sie mal hier so ihr gesamtes Grundstück einrammt und nicht nur das Haus und dann können wir besser abschätzen, wo wir dann den Weg entlang führen können, dass dann halt weitere Häuser hier hin können, so, dass das hier quasi auch so ein moderner Bereich wird vielleicht, weil meine Insel ist ja auch modern und ihr Haus ist ja auch modern. Und dann kann man hier so einen modernen Bereich machen, dann schön Wege lang führen, pipapo. Hier habe ich jetzt überlegt, hier habe ich jetzt nämlich die ganzen Bäume entfernt und dann kann man hier dann gucken, dass wir dann hier wahrscheinlich den Riesenbaum hinbauen irgendwann. Und dann habe ich mir so gedacht, dass hier so die eine Wurzel hier so runter geht, dass man also drunter durchgehen kann wahrscheinlich auf der Netherinsel, dann hier so Wurzel lang und dann Richtung Strand halt noch ein, zwei Wurzeln oder halt hier übers Netherrack nochmal. Und dann wird das halt jetzt so auch so ein riesiger Baum werden und dann passt das, hoffe ich mal. Ich habe sowas noch nie gebaut, von daher, ja. Dann würde ich gerne wieder zurückgehen in den Game Mode 0 und dann bei Isabella vorbeischauen, oder? Dann erzählst du auch mal ein bisschen, was du so machst und so weiter. Fähig mich mal zu dir und dann, weil, oder haben wir schon ein Portal? Nee, ich gehe einfach mal durchs Portal, weil ich glaube, ist auch interessant, wenn auch die anderen Zuschauer, also beziehungsweise die Teilnehmer auch zuschauen, wie Nico oder was weiß ich, dann wissen die auch, wo es dann später zu deiner Villa oder Hotel oder was sagst du? Meine Villa, ja. Zu deinem Hotel oder was? Ich habe noch keine Ahnung, was ich baue. Ich baue einfach mal drauf los, ne? Also. Wolltest du nicht ein Hotel bauen? Das wollte ich im Einzelspielermodus bauen. Und das habe ich auch gemacht. Achso. Hä, und was baust du hier dann? Eine Villa? Ja. Quasi. Nee, das ist keine Villa, das ist einfach nur eine Unterkunft. Machst du es dann modern oder wie?
hast ja schon angefangen, so ein Ja, bisschen mehr so oder einen grauen weniger. Pfahl hochzuführen und so weiter. Genau, hier sind wir. Und dann hat sie halt hier so einen braunen Pfahl hochgeführt. Ich denke mal, das könnte man dann schön verbinden und so. Also man sieht, da oben ist sie schon am Bauen. Hier ist der Eingang. Der ist noch nicht fertig, oder? So mit den Covers. Nee. Richtig provisorisch. Ja, hier geht's zur Ja, das ist nicht so funktioniert. Sonnenuntergangsterrasse. Also übrigens, ich habe den Shader, der heißt, also wenn das jemand wissen will, das ist der CUDA Shader Ultra Preview. Und ja, ich finde den eigentlich richtig cool. Hat so diese komischen Dots da. Aber naja, das soll uns nicht weiter stören. Hey, zu deiner Sonnenuntergangsterrasse hast du aber noch den Weg versperrt, oder Ja, das was? ist alles noch. Ja, das ist noch versperrt. Kann ich durch? Dauert. Ja, geh durch. Also hier wird es dann zur Sonnenuntergangsterrasse gehen. Hier ist dann schon schön Wasserfall, von beiden Seiten sogar. Und dann kann man hier so die Ferne beobachten, den schönen Wald und so weiter. Und ja, das sieht eigentlich richtig schön aus. Und sie hat gute Ideen auf jeden Fall. Warte, wo geht's dann zu dir hoch, was du da gerade baust? Noch Nebenzone, Achso, du hast also dich da nur hochgesteckt. ja. Achso, okay. Und warte, dann gehe Sieht ich man ja mal die in ganze Game Zeit Mode 3 Ferne. und dann beobachten wir dich mal. Also hier hat sie ein Haus, oder was soll das sein? Das wird Ein ja, Container. das Ha, ja, auf jeden Fall, ja. ha. Nee, das wird keine Ahnung. Das weiß ich selbst noch nicht. Das werde ich dann schon sehen. Ja, ich hätte es halt feiern, wenn du halt so, dass du diesen braunen Pfahl, was du hier angefangen hast, so hochführen würdest und dann so quasi so, dass dann ein Block halt weiter rein, so weißt du, damit weiß oder was weiß ich, was du so ein modernes Ja, ich habe Haus schon baust. eine Idee. Also das ist ja nur das noch nicht das richtige Haus. Und das ist ja nur mal so, keine Ahnung, Unterkunft und das wird dann nochmal vom Design her umgeändert und alles. Aha. Hast dich hier mehrmals hochgesteckt, sehe ich gerade, ne? Ja. Hauptsache, anstatt da hoch zu gehen, der Berg ist richtig stufig und du steckst dich einfach hoch. Jo. Ja, das ist mir zu anstrengend, ja, das hochzugehen. Ja. Okay. Ja, am besten würde ich dir halt empfehlen, wenn du dann bei Corrales vorbeischaust und da halt Ideen sammelst, weil ich habe da schon, der hat auch so Vorstellungsvideos von so modernen Menschen. Und das wird dir halt hier am besten passen, wenn du eine moderne Mansion baut, quasi so eine moderne Villa oder wie das heißt dann übersetzt. Die sind ja dann auch so richtig riesig und dann ist es auch richtig cool, weißt Nee. du. Ja. Ich habe ja schon eine Idee, aber ich muss jetzt Rohstoffe sammeln und so. Ja, Das kann dauern. das kann noch alles dauern, da hast du ja noch Zeit. Wäre halt schön, wenn wir halt irgendwie demnächst irgendwann halt ein bisschen mehr zeigen könnten dann im nächsten Video. Ansonsten, was ich noch getan hat, es gibt eigentlich nicht so viel, was ich getan habe. Mein Cousin hat nur eine Farm gebaut. Das hat er dann auch irgendwie mit dem Minecart verbunden. Und ansonsten weiß ich gar nicht. Sonst hat sich nicht so viel getan seit letzter Woche. Ja, ich muss noch mal gucken. Vielleicht kann ich bis zum nächsten Video die Bewälderung machen bei der Clash of Clans Map. Da muss ich noch mal schauen. Rundrum und halt. Oder den Strand. Mal gucken, was ich zuerst anfange. Weil da kommen ja auch noch so Felsen hin und so weiter. Und halt die Klippen wollte ich noch irgendwie bauen. Dafür brauchen wir ja ganz viele Steine für die ganzen Klippen. Werden ja dann, dass sie dann so schön hochgezogen werden, so stufenweise und so. Ja, da brauchen wir noch ganz viele Steine. Wir haben ja zum Glück ganz viele Steine gefarmt. Klar, aber ich hoffe, das wird auch schicken. Auf jeden Fall war's das zum heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann drückt einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, tschüss.